Hallo, ich bin der Tolli und heute möchte ich mit euch eine Theorie zur nächsten World of Warcraft Erweiterung besprechen. Es gibt schon länger die Idee einer Seeerweiterung für World of Warcraft, in der es einige Inseln geben soll, die man mit einem eigenen Schiff bereisen kann. In Legion gibt es nun einige Hinweise darauf, dass es diese Seeerweiterung vielleicht tatsächlich geben könnte. Folgend möchte ich euch diese Hinweise zeigen und abwägen, ob diese stichhaltig oder eher Wunschdenken sind. Vorab eine kleine Spoilerwarnung für den aktuellen Patch sowie Patch 7.3. Wenn ihr nichts von der Geschichte erfahren möchtet, schaltet lieber ab. Doch fangen wir vorne an. Während sich in Warcraft Orcs and Humans alles um den Konflikt zwischen Horde und Allianz drehte, wurde der Geschichte in den beiden darauffolgenden Spielen etwas mehr Tiefe gegeben. Unter anderem kam die brennende Legion zum Vorschein, wenn auch nur sehr vage. Mit dem Erscheinen von World of Warcraft änderte sich das zunächst nicht, auch hier ging es vorrangig um den Krieg zwischen Horde und Allianz. Mit der ersten Erweiterung, The Burning Crusade, änderte sich das. Es gab einen großen Gegner, den es zu bekämpfen galt. Dennoch erfuhr man nicht viel über Sargeras, den großen Drahtzieher hinter der Legion. Eine verpasste Chance, denn spätestens mit Cataclysm ging Blizzard die furchteinflößenden Gegner aus. Nach zwei Erweiterungen mit eher mittelmäßigen Gegnern ist der Unmut in der Spielerschaft groß. Man ist also mehr oder weniger im Zugzwang, wieder eine fesselnde Geschichte mit ernstzunehmenden Gegnern zu schaffen. Mit Legion gibt es nun wieder die Chance, den Titan Sargeras ins Spiel einzuführen. Das wird in dieser Erweiterung wohl nicht mehr passieren, allerdings wurden hier einige Grundsteine für die Zukunft gelegt. Legion ist eine solide Erweiterung geworden. Auch im Hinblick auf Rätsel und versteckte Informationen. Für Rätselfreunde gibt es viel zu entdecken. Unter anderem flüstert uns ein Boss aus dem smaragdgrünen Albtraum zu, wo der alte Gott En'Zoth zu finden ist. Um ihn zu finden, ertränkt euch im Kreis der Sterne. Was sich auf den ersten Blick wie eine sinnlose Floskel anhört, die der ein oder andere Boss eben von sich gibt, ergibt auf den zweiten Blick doch mehr Sinn. Gemeint ist eine ganz bestimmte Stelle im Meer, der Mahlstrom. Zwar ist dort kein Kreis aus Sternen zu sehen, es heißt allerdings auch nicht, ertrinkt euch unter dem Kreis der Sterne, sondern im Kreis der Sterne. Unter dem Mahlstrom liegt Tiefenheim, in dem einst Todesschwinge gefangen war. Blickt man dort in den Himmel, ist ein Kreis aus Sternen zu erkennen. Da der Himmel in Tiefenheim genau unter dem Mahlstrom liegt, ertränkt man sich also auch darin, wenn man in den Mahlstrom springt. Die Sternformation kann man bei genauem Hinschauen sogar von oben erkennen. Die Hochsee spielt hier also eine große Rolle. Auch in Bezug auf die alten Götter ergibt das Sinn. Mit dreien der vier alten Götter sind wir bereits in Berührung gekommen. Ishari, dessen Herz Garrosh während Mists of Pandaria korrumpierte, Yogg-Saron, gegen den wir während Wrath of the Lich King kämpften, und Z'Thun, den wir in Classic antrafen. Der einzige noch fehlende ist En'Zoth, welcher Gerüchten zufolge im Meer eingesperrt sein soll. Er ist dementsprechend auch der einzige noch lebendige Gott, der noch übrig ist. Dass uns das Rätsel nach Tiefenheim, dem Gefängnis Todesschwinges, führt, ist übrigens kein Zufall. So war es En'Zoth, der Neltarion, den Aspekt der Erde, zu Todesschwinge machte. Ebenso war er für die Korrumpierung des smaragdgrünen Traums und die Verwandlung von Königin Ashara und der Hochgeborenen in Naga verantwortlich. Bereits vor einiger Zeit wurden NPCs in Asuna bei der Schiffswrack-Arena gefunden. Dabei sind Menschen mit Wappenrücken von Kul'Tiras und Sandalari-Trolle. Kul'Tiras und Sandalar sind zwei Gebiete, die es zum aktuellen Zeitpunkt nicht im Spiel gibt, die sich aber schon lange gewünscht werden. Kul'Tiras befindet sich auf einer großen Insel vor Kasmodan. Dort regierte vor langer Zeit Lord Daelin Prachtmeer. Aktuell wird der Inselstaat von Jaenas Bruder Tanrit Prachtmeer regiert. Jaena selbst hat man zuletzt in Dalaran gesehen, welches sie wütend verließ, weil Khadgar der Horde Zuflucht gewährte. Es wäre also gut möglich, dass sie zu ihrem Bruder nach Kul'Tiras gegangen ist. Kul'Tiras besitzt die größte Schiffsflotte Azeroths, was auch gut in eine mögliche Seeerweiterung passen würde. Auch Sandalar ist eine Insel, zumindest nachdem sich die Landmasse von Kalimdor abgespalten hatte, als der Brunnen der Ewigkeit zerstört wurde. Auf Sandalar leben hauptsächlich die Sandalari, aber auch andere Trollvölker. In World of Warcraft gab es seit längerer Zeit keine Troll-Raids oder Dungeons mehr, eventuell wird sich das in der kommenden Erweiterung ändern. Die Hinweise auf die beiden Inseln, die stetige Erwähnung der alten Götter, insbesondere En'Zoth, und die starke Präsenz von Ashara in Asuna deuten also auf die am Anfang erwähnte Seeerweiterung hin. Doch damit nicht genug, denn auch wenn durch diese Hinweise das Setting erklärt werden kann, ist die Frage nach dem großen Gegner noch immer offen. Aber auch hier gibt es eine Theorie. In Patch 7.3 reisen wir nach Argus. Neben neuen Gebieten wird es dort auch einen neuen Raid geben, in dem wir unter anderem auch gegen die Titanen kämpfen, die von der Legion gefangen gehalten werden.
Zudem wird es einen neuen Dungeon geben, in der wir gegen Bosse kämpfen, die von der Leere übernommen wurden. Es könnte also sein, dass auf Argus genau das passiert, wovor die Titanen auf Azeroth Angst hatten, die Übernahme der Weltenseele durch die Leere. Am Ende von Legion werden wir schließlich die brennende Legion besiegt haben, womit ein großer Teil der Warcraft-Geschichte beendet ist. Allerdings wird mit den Titanen und der Leere eine neue Tür geöffnet. Diese könnten irgendwie durch das Portal, welches Illidan am Ende des aktuellen Raids zwischen Argus und Azeroth geöffnet hat, nach Azeroth gelangen. Es ist für Blizzard zwar nicht gerade üblich, eine Erweiterung so weit im Voraus im Spiel zu verstecken, allerdings war der Übergang von Warlords of Draenor zu Legion deutlich flüssiger, was die Geschichte angeht, und das kam bei den Spielern gut an, unmöglich wäre es also nicht. Auch wenn alle Informationen eher mit Vorsicht zu genießen sind, halte ich die Theorie einer Seeerweiterung mit der Leere bzw. dessen Dienern als Gegner für plausibel. Was haltet ihr davon? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!